Am 29. Mai ist mit Peter Simonischek einer der bekanntesten Schauspieler Österreichs im Alter von 76 Jahren verstorben. Am 16. Juni waren über Mittag die Tore des Burgtheaters für die Bevölkerung geöffnet. Auf der Feststiege konnte man Simonischek die letzte Ehre erweisen. Sein Sarg war dort aufgebahrt, auch Kondolenzbücher lagen auf. Um 14.30 Uhr fand dann eine geschlossene Trauerfeier statt, an der unter anderem das Burgtheaterensemble, Freundinnen und Freunde sowie die Familie von Simonischek teilnahmen. Gesprochen hat unter anderem der Burgtheaterdirektor und die ehemalige Direktorin Karin Bergmann. Das alles geschieht streng nach einer überlieferten Dramaturgie, die verstorbenen Ehrenmitgliedern des Burgtheaters vorbehalten ist. Dazu gehört auch ein Ritual, das etwa gegen 15 Uhr stattgefunden hat. Simonischeks Sarg wurde in einem schwarzen Wagen im Schritttempo einmal um die Burg gefahren. Dahinter der Trauerzug. Bestattet wird Simonischek am Sonntag in dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, in Markt Hartmannsdorf in der Steiermark. Zugleich bleibt er als Herr des Salzburger Domplatzes unvergessen, wo Simonischek von 2002 bis 2009 eine Rekordzahl prägnanter Auftritte als jedermann absolvierte. Und schließlich trat er 2016 mit der Dramödie Toni Erdmann noch im reiferen Alter ins Rampenlicht des Weltkinos. Zuletzt stellte Simonischek noch persönlich seinen letzten Film Der vermessene Mensch von Regisseur Lars Kraume vor, in dem er einen Ethnologen am Ende des 19. Jahrhunderts spielt.